Hallo, ich heiße Tamara Leonidas und ich bin Heilerin, Coach und spirituelle Lehrerin und ich lade dich sehr herzlich ein zum Erlebnisabend, erfahre deine wahre Lebensaufgabe und freue mich schon sehr auf dich, um kurz darüber zu, ja, sagen wir, reden, warum es so wichtig ist, die Bestimmung, die wahre Bestimmung, den Seelenplan zu erfüllen. Möchte ich dir kurz etwas über mich erzählen, quasi aus meinem Leben, wie es sich damals für mich abgespielt hat, weil ich habe nicht von Anfang an meine wahre Bestimmung gesucht oder überhaupt gewusst, dass es sie gibt. Und diese spannende Geschichte, ja, erstreckt sich quasi über mein ganzes Leben und hat mit meinem Lebensweg zu tun. Vielleicht bei dir auch. Vielleicht wirst du bei dem ein oder anderen Mal denken, wow, ich hatte ja auch solche Erlebnisse und ich habe auch so etwas Ähnliches erfahren. Und für mich hat es sich immer so dargestellt, naja, zum einen war ich nicht unbedingt glücklich in meinem Leben, auch nicht zufrieden oder erfüllt oder positiv gestimmt. Und dadurch habe ich mir immer wieder Ziele gesetzt, die nicht so schnell oder leicht zu erreichen sind. So habe ich mir dann nach dem Studium ja, das Ziel oder den Plan in den Kopf gesetzt, jetzt unbedingt Pilotin zu werden, das Fliegen zu erlernen. Und ich muss dazu sagen, ich hatte keine Vorerfahrung oder Vorkenntnisse oder war außergewöhnlich begabt oder sowas. Nur ich hatte das Gefühl, ich müsste etwas anderes tun nach meinem BWL-Studium, das ich zwar erfolgreich abgeschlossen hatte, aber irgendwie das Gefühl hatte, ich wäre jetzt gefangen oder es gäbe jetzt keinen Ausweg ja, aus diesem Leben, aus diesem vorbestimmten Weg, arbeiten zu gehen, sich anstellen zu lassen, ja, und irgendwie das Leben aus den Augen zu verlieren, würde ich sagen. Ja, und so habe ich alles daran gesetzt, mit der Fliegerei anzufangen, entgegen den Willen meiner Eltern oder überhaupt hatte ich keine Unterstützung in der Hinsicht. Das war ja nur meine genialste Idee überhaupt. Und ich wollte alles dafür tun, alles dafür geben. Und das habe ich auch, Zeit, Energie, Geld, alles, was dazu nötig war, mich durchzusetzen, den Willen, den Biss. Und es gab damals nur diesen Plan A. Ich war da wirklich wie mit Scheuklappen, konnte nicht nach links oder rechts schauen, habe wirklich Jahre damit zugebracht, diese Ausbildung zu Ende zu führen oder überhaupt die Prüfungen alle zu bestehen. Und als ich dann fertig war, gab es irgendwie keine Jobs oder beziehungsweise ich war nicht unbedingt interessant für den Markt in dem Moment mit wenigen Stunden, kaum Flugerfahrung. Und es hieß aus der Branche, es gibt eine Berg- und Talfahrt, entweder sie stellen ganz viele ein oder kaum jemanden. Und damals dachte ich, okay, ich muss scheinbar, bin ich auf der Talfahrt, scheinbar wollen sie gerade niemanden. Ich müsste jetzt einfach geduldig sein und irgendwann kommt meine Chance, Tag X kommt und dann wird es klappen. Das war so immer mein im Hinterkopf. Und so habe ich das kurz ruhen lassen, weil ich ja tatsächlich auf meine 100 Bewerbungen keine einzige Antwort bekommen habe, bin aber gleichzeitig ja durch verschiedene, sagen wir, Lebenskrisen dazu geführt worden, mir Unterstützung zu holen. Ich hatte zuerst einen Coach, den ich eher als Therapeut betrachtet habe. Ich habe es mir auch nur erlaubt, zu ihm zu fahren, wenn es mir ganz schlecht ging. Vielleicht kennt das auch jemand von euch. Und ja, er brachte mich dann dazu, als ich wirklich, wirklich an einem Tiefpunkt in meinem Leben angekommen war, zum auserwählten Kreis dazu zu kommen, eine neue, ja, sagen wir, eine neue Runde, eine neue Gruppe. Es ging um spirituelle Themen und ich muss dazu sagen, früher dachte ich sogar, ich wäre Atheist, weil ich wirklich keinerlei Ahnung hatte über meine Spiritualität oder dass es das überhaupt geben würde. Das ist jetzt auch schon über 10 Jahre her. Deswegen war mir dieses ganze Gebiet so gut wie unbekannt. Als ich dann dort gesessen bin und zugehört habe im auserwählten Kreis, ja, da ist irgendwas passiert mit mir. Also so wie, man könnte sagen, Erkenntnisfenster, die plötzlich aufgegangen sind. Fragen wurden plötzlich beantwortet, die vorher für mich, ja, nicht zu beantworten waren und ich habe nie die Antworten irgendwo anders gehört oder gesehen. Und tatsächlich
Ist dort etwas mit mir passiert, etwas Außergewöhnliches? Die Energie hat sich verändert, meine Stimmungslage hat sich verändert, die Depressionen sind verschwunden. Es war natürlich ein Prozess, aber einiges hat sich getan. Ich habe gemerkt, dass es mir gut tut. Und ja, ich bin dann mal weitergegangen in die Coaching-Ausbildung zum spirituellen Lehrer und so weiter. Aber immer noch mit dem Hintergedanken, dass das ein Hobby ist und dass ich immer noch warte, bis die Gelegenheit sich mit dem Pilotenjob ergibt. Gleichzeitig hatte ich aber auch zum Beispiel Zugang zu The Secret. Das ist bestimmt den meisten bekannt. Und ich hatte es als DVD und habe die DVD, ich weiß nicht wie oft, verschlungen, sehr oft angeschaut. Ich wollte dann umziehen und hatte mir eine Wohnung ausgesucht hier im Neubaugebiet und habe mich dahin gebracht und immer wieder gesagt, ich lebe hier, ich wohne hier, ich lebe hier, ich wohne hier. Im Außen habe ich ein paar Neins abkassiert in der Zwischenzeit, hat mich aber nicht davon abgehalten, immer noch zu sagen, ich lebe und wohne hier. Und tatsächlich hat sich das genauso bewahrheitet. Ich habe die Wohnung genau in diesem Neubau bekommen, obwohl er nichts dafür gesprochen hat. In dem Moment bekam ich diese Gewissheit, dieses Wow, das funktioniert wirklich und man muss nur dranbleiben. Dann wollte ich mir genauso den Pilotenjob manifestieren und hatte schon Connections aufgebaut, Gespräche wurden geführt, aber irgendwie ging es dann immer nicht weiter, es verlief im Sande, egal was ich tat. Und ich dachte so, warum geht das eine und das andere geht immer noch nicht. Woran liegt das? Was ist mein Fehler? Was ist der Punkt, der blinde Fleck, den ich übersehe? Und mit dieser Frage, beziehungsweise besser gesagt mit der Frage, was hat das Universum eigentlich für einen Plan mit mir oder was glaubt das Universum, was ich hier auf der Erde machen soll, habe ich mich auf den Weg zu einer spirituellen Frau gemacht, die ich schon einmal aufgesucht hatte. Damals waren meine spirituellen Fähigkeiten noch nicht entwickelt oder entfacht. Deswegen brauchte ich eine Unterstützung, eine Antwort von jemandem, den ich für kompetent genug gehalten habe zu dem damaligen Zeitpunkt. Ja, und als ich dort saß, habe ich gedacht, wow, ich möchte jetzt einfach nur meine Antwort, dass sie mir bestätigt, dass ich Pilotin bin oder irgendwas Aufregenderes. Das war so in meinem Kopf. Ich wollte gar nicht wirklich die Antwort. Ich wollte ja nur meine Antwort. Und als ich dann dort gesessen bin, sie mich gescannt hat und ein paar Mal gesagt hat, okay, ich sehe es jetzt ganz deutlich. Du bist hier für die Bestimmung, für das Erwachen der Menschen, um sie zu ihrer Bestimmung zu führen, um den Menschen zu dienen und ja, in Dankbarkeit dir den Dienst auszuführen, weil ich im ersten Moment mega enttäuscht und auch sehr verwundert, weil ich mit allem gerechnet habe, nur nicht damit. Ja, und im zweiten Moment, als ich dann auf der Rückfahrt war, haben sich so die Erkenntnisfenster über mir zusammen verbunden und ich erkannte, wow, ich befinde mich schon lange oder beziehungsweise schon längst auf diesem spirituellen Pfad. Ich mache genau die Sachen, bereite mich darauf vor, auf diese Aufgabe, ohne es selbst zu erkennen, weil ich es für mich getrennt hatte mit privat und beruflich oder Hobby und Beruf und überzeugt war, die wahre Bestimmung ja schon gefunden zu haben, obwohl das in Wahrheit gar nicht so gewesen ist. Ja, und die Frage ist, warum finden die Menschen ihre wahre Bestimmung nicht, ihren Seelenplan nicht und warum ist das so wichtig? Ja, oft sind wir in Gedanken, in wie hat es zu so sein, in den Mustern der Eltern, gefangen im Zyklus von Tätigkeiten, von ich muss Geld verdienen und für ein bisschen Geld, sagen wir immer, viel arbeiten. Und man dreht sich irgendwie im Kreis, man kommt aus dem Kreis nicht raus, weil man nicht sich genügend Zeit und Raum für ja, diese Medialität gibt, für dieses Wachstum, für die Spiritualität, für das Erwachen. Ja, so bin ich einfach immer weitergegangen, nachdem ich diese Botschaft bekommen habe und sie auch verarbeitet habe, habe mir Unterstützung geholt, habe meine Medialität entfacht und genau das mache ich jetzt erfolgreich mit meinen Klienten. Und genau das wird auch am Abend, erfahre deine wahre Lebensaufgabe geschehen mit Energiearbeit und Meditation.
Wirst du spüren, merken, fühlen, dass es da noch mehr gibt in dir, das gelebt und ja, entfacht werden möchte? Deswegen freue ich mich sehr auf dein Kommen. Komm in das Kopernikushaus, sei dabei, sichere dir den Platz und ja, sei gespannt, was dort auf dich wartet.